Ah, wenn ich an meine letzte Beziehung denke, könnte ich kotzen und will nie wieder ein. Jemand, der sich nie über den Bucky, Alter. Oh ja. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute haben wir hier ein paar mehr Gäste als sonst. Wir haben hier Sophie, Alina und Sopfi. Wir haben so unnormalen Hunger. Wir sind gerade in Prag. Und dachte, wir machen ein kleines Mukbang. Wo ist mein Handy? Wir haben hier ein paar Fragen und ein paar Themen. Wir werden fooden, wir werden quatschen. Wir werden erst fooden. Bisschen. Okay. Wir werden erst fooden und fahren reden. Und deswegen würde ich sagen, starten wir. Let's go. Jeder zeigt, was er zum Essen hat. Eure Portion sind echt mitkrieg. Ah. Deine auch. Hast du deine gesehen? Deine Portion ist ein Scherz, wirklich. Das ist halt meine Portion. Ist ein Scherz. Guck mal, Leute, ich bin noch verfressen. Okay, gut, dann wir hätten vielleicht doch noch eine Pizza holen. Ja. Hätten wir echt. Wieso machen die auch Tomate, Mozzarella? Boah, guck mal, wie sexy das aussieht. Geht. Das ist ein Mozzarella. Ja, gab's nicht. Ey, du hast meine Gabel. Sorry. Irgendwie komisch, dass da kein Käse drauf ist. Aber die haben voll geil viel Tomatensauce drauf gemacht. Mhm. Aber schmeckt geil. Mhm. Wir hätten noch eine holen sollen. Oh ja, ganz eindeutig. Mhm. Soll ich nochmal gehen? Gehst du ernsthaft freiwillig nochmal? Wenn ich ein bisschen gegessen, ich weiß nicht. Also ich will nicht nochmal laufen. Also hier sagt keiner nein dazu, noch was zu essen, aber... Okay, essen wir erstmal auf und dann schauen wir. Brot. Ja, genau. Essen wir erstmal auf und schauen dann. Wo ist das Brot eigentlich? Super motiviert, Alter. Also, fangen wir mal an. Guck mal näher. Du willst ja auch nie mit mir kuscheln. Ich mag es nicht mehr, wenn man sie krault. Nein. Ganz weird. Heute Morgen, ich laufe so an deren Zimmer vorbei, Karin und Salina, willst du kuscheln? Sophie liegt nur so richtig disgustet daneben. Also, what the fuck? Und Karin so, dich habe ich gar nicht jetzt gefragt. War vor ein paar Jahren mit meinen Eltern hier. Und mit Eltern ist es immer was ganz anderes. Und wenn du so mit deinen Friends kommst, machst du nur das, worauf du Bock hast. Food. Vor allem dem Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach top. Ja. Besser geht's gar nicht. Ich habe auch Gefühl, das Essen ist hier allgemein günstiger als in Deutschland. Okay, alles günstiger. Aber das, die Süßigkeiten, die wir jetzt gekauft haben, die waren nicht günstiger. Oh, weil es halt, also halt deutsche Markt in so einem Touri-Mini-Markt ist halt auch nicht so günstig. Sau geil. Sophie sollten eigentlich nur Wasser holen. Die kommen wieder. In der einen Hand so drei Wasserflaschen, in der anderen Hand die ganze Tüte voll mit Süßigkeiten. Oh, geil. Boah, geil. Boah, der Mozzarella schmeckt echt gut. Der sieht auch richtig geil aus. Boah. Dieser Typ oder diese Typin, wer auch immer, die bohren ab 9:30 Uhr. Heute haben die früher angefangen. Echt? Mhm, heute waren es 9:08 Uhr oder so. Stimmt. Alter, es tut mir so leid. I'm trying to film here. Ich habe meine Augen aufgemacht, ich habe das Handy geschaut, ich dachte, ja, okay, langsam können wir auch aufstehen. Und auf einmal sehe ich so 9 Uhr. Legit nicht mal Viertel nach 9, ich meine so. Würdet ihr euch was ausgeben lassen, obwohl ihr in einer Beziehung seid? Nein. Ich habe ein Problem damit, dass mir jemand was zu trinken bezahlt, wenn ich in einer Beziehung bin. Aber ich habe ein Problem damit, dass sie einem danach auf den Sack gehen, 4 Stunden. Ja, also ich meine, ganz ehrlich, das ist ja kein Liebesbeweis. Ich heirate den ja jetzt nicht, wenn der mir was ausgibt. Ja, aber was hast du davon, dass er dir was ausgibt? Ein Drink Geld. Umsonst? Wow. Oder Essen? Toll. Sonst was? Gibst du mir Salz bitte? Ich finde es jetzt ein bisschen übertrieben, wenn man irgendwie sagt, so, ich lasse mir jetzt nichts ausgeben, weil ich habe einen Freund. Also lass mir generell nicht gern was ausgeben. Ja. Also, egal. Also egal ob Beziehung oder nicht, ich bezahle lieber meine Sachen selber, bevor irgendjemand anderes antanzt und sagt, jetzt bist du mir was schuldig oder so. Ja, boah, nee, okay, nee. Sowas geht aber gar nicht. Das mach ich überhaupt nicht. Okay, es gibt auch einen Unterschied zwischen... Keine Ahnung, ob ein Typ sagt, ja, willst du was trinken und bla bla bla, dann würde ich wahrscheinlich auch nein sagen. Hey, ja, oder wenn dir irgendwie ein Kumpel, wenn ihr feiern seid, irgendwie in einer großen Gruppe ja, das ist was anderes. Du musst ja trotzdem was ausgeben lassen. Ja, aber ich rede nicht, wenn ich in einer Beziehung... Ja, auch an dem Tisch da was. Genau, machen. Aber da hat ja auch, ist ja auch nicht ein Typ zu mir gekommen und hat mich gefragt, willst du was trinken? Das meine ich sozusagen. Ja. So habe ich überhaupt kein Problem damit, aber ich würde jetzt nicht, wenn ich irgendwo stehe und ein Typ kommt zu einem, mit einem reden und sagt, kann ich dir was ausgeben? Eigentlich ja. Da würde ich nein sagen. Ja. Weil ich ja dann eine Anmache. Ja. Ja, okay, das ist aber dann wieder was anderes. Ja. Ja. Also es geht ja dann darum, dass er was mit dir trinken will. Alter, Mann. Es kommt auf die Situation an. Ich muss hier mal kurz noch was vorneweg erklären.
In dem Video wird sehr viel gebohrt, bis zur 10. Minute ungefähr. Deswegen tut mir leid, ich hoffe, ihr könnt das Bohren irgendwie ein bisschen ignorieren. I'm so sorry, aber ab Minute 10 ungefähr hört's auf. Wie reagiert ihr, wenn ihr im Club angetanzt werdet? Also, ich guck dann immer so. Ja, ich bin auch immer nur so. Steif stehen bleiben und so. Und dann sage ich so zu Sophie so. Und dann checkt die das und dann zieht sie mich und sagt, ah, komm, wir gehen irgendwo anders hin. Immer so. So ist es. Ich drehe mich immer so voll weird weg und bin so, okay, I'm dancing in another way. See ya. Ich finde das immer so unangenehm. Wieso tanzen die komischen Typen einen immer an, aber die Typen, die hot sind, machen es nicht? Ich würde es auch komisch finden, wenn mich ein hotter Typ anfasst, weil ich trotzdem nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Nee, weil die hotten Typen sind sich meistens aber auch zu. Also, die wissen, dass die hot sind und dann sind die sich auch zu. Und die denken, dass es ein bisschen weird ist. Und die komischen Typen trinken sich so lange voll, bis sie sich halt trauen, jemanden anzutanzen. Oh, und dann sind die besoffen. Ja, das ist halt auch so eine extrem offensive Art und Weise, wo man so leicht gekorbt wird. Ja, genau. Wenn man jetzt wirklich gut aussieht oder geil ist, dann will man vielleicht auch nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man, wie Sophie sagt, trotzdem gekorbt wird, obwohl man vielleicht gut aussieht, ist relativ gut. Ja, weil wenn mich jemand anzieht, dann stehe ich trotzdem so und denke so, was soll ich jetzt tun, genau. Mir fällt gerade auf, ich hab seit Jahren nicht mehr mit einem Typen richtig getanzt. Ich auch nicht. Und mir so richtig so, ja, bootylicious und so. Ja. Ich glaube, Bridget ist das letzte Mal wirklich 15 oder so. Ich habe aber auch so einen sympathischen Blick, ich tanze jemand an. Sina meinte letztes Mal zu mir, Sophie, weißt du, warum ich glaube, dass die Jungs mit dir reden? Du guckst so asozial böse, da hat auch keiner Bock drauf. Ist bei mir aber genauso. Ja, ist bei mir erst recht so. Ja, ich versuche, mir ist in letzter Zeit voll krass aufgefallen, ich versuche richtig krass Augenkontakt zu meiden. Weil sobald du mit jemandem aus Versehen Augenkontakt hast, dann ist es direkt so. Aber ich finde es so schlimm, wenn Männer zu einem kommen und so sagen, weißt du noch, am Samstag. Was denn? Da dieser Typ in diesem Gucci-Anzug und dieser komischen. Da also kam dann so. Oh. Wenn man kein Nein versteht, also irgendwann reicht es dann auch. Wie er mich angepackt hat. Und dann einmal, so, der hatte dann Caro so und mich in anderen Arm und waren einfach nur so, kannst du uns mal bitte in Ruhe lassen? Der war so. Mike, der war, weißt du, was zu mir meinte? Der war so. Mein Freund findet dich sehr attraktiv. Ich war so. Kann ich weitergehen, so, ne? Mhm. So wie ich halt immer bin. Da war so. Das ist nicht irgendwer. Das ist der Boss aus Frankfurt. Und keiner weiß, wer das war. Niemand hatte ihn. Man weiß es nicht. Und dann hat er mich so festgehalten, ne? So richtig so. Der war so, der will dich kennen. Und ich war so, Alter. Aber immer. Und da war noch so ein anderer Typ, der war eigentlich ganz hübsch. Aber dann hat er mit mir geredet und der hatte so einen komischen Dialekt. Ich konnte ihn nicht ernst nehmen. Der kam irgendwo so aus Bucca, kam der. Ich weiß nicht mehr. Stuttgart? Oh, aber das ist so ein komischer Akzent. Ich weiß nicht mal, mit wem du redest. Waren eure Eltern streng, sprich im Alter, als sie so 16, 17 waren, mit rausgehen und Typen? Ja. Rausgehen überhaupt nicht, Typen nicht. Ja, also. Meine Mutter hat schon ein richtiges Problem mit lange rausgehen. Und ich hatte ja auch nur ältere Freunde und meine Freunde mussten sie immer anrufen und sie überreden, dass ich auch länger draußen bleiben kann. Ja, weil meine Mutter war da so. Absolut dagegen, die hatte so ein Problem damit. Meiner Mutter ist es immer nur wichtig, aber das ist es hier immer noch, dass wir ihr schreiben, dass alles gut ist. So mindestens mal so, keine Ahnung, alle 2 Stunden oder so, hey, ja, wir leben noch und wir gehen gleich nach. Aber nachdem ich 18 geboren bin, hat sie gar nichts mehr gesagt, weil sie wusste, dass sie es eben machen kann. Wenn meine Eltern waren vorher auch schreiben, dann seit ich 18 bin, haben die gar nichts mehr gesagt. Also meine Eltern waren so gechillt, was rausgehen und sowas betrifft. Mhm. Also mega, das hat die gar nicht gejuckt, ob ich, also das heißt gar nicht gejuckt, aber. Die wussten, dass. Ich klinge da gleich. Ich raste aus ohne Spaß. Wie kann man den ganzen. Was gibt's da alles zu bohren? Vor allem, wenn die aufhören zu bohren, machen die richtig laut einen Staubsauger an und machen die Bohre weg. Was ich sagen wollte. Meine Eltern wussten, dass ich extrem ehrlich bin und dass, wenn irgendwas passiert oder sonst irgendwas, dass ich denen Bescheid sagen würde. Aber was Männer, was Jungs und so betrifft, waren meine Eltern nicht so,
supportive. Nee. Ich hatte ja auch lange einen Freund, deswegen war das okay, aber ansonsten, wenn da einer reingekommen ist, das war immer... Aber wenn ich mit 14 mit einem Freund angekommen wäre, hätten meine Eltern mir auch nicht. Ja, meine wir reden auch ab 16, 17. Bei uns ist es, also bei mir ist es auch mehr so eine Kulturfrage. Ich glaube, bei uns ist es halt einfach nicht normal, wenn... So bei meiner Mom ist es dein Freund. Ja, allgemein, keine Ahnung. Wenn man so einen Freund hat und direkt so eine Woche zusammen ist und direkt dann schon so jeden Tag übernachtet und so, keine Ahnung, ich bin dann halt auch... Ja, übernachten und bei mir war das auch ein Drama. Ja, bei meiner Mutter. So krass. Meine Mutter, die hätte sich zwischen uns gelegt. Ich höre, meine Mutter hätte sich zwischen uns gelegt. Meine Mutter hat... Wir beiden. Wir haben genug Schlafzimmer, deswegen war meine Mutter auch immer so, also der kann, also weil ich hatte einen Freund, der halt von weiter weg kam. Und deswegen konnte der halt nicht gerade mal so abends nach Hause fahren. Dann hat er halt immer in einem anderen Zimmer geschlafen. Wie habt ihr euch alle kennengelernt? Alina und ich sind zusammen in die Schule gegangen. Wir kennen uns seit der 7. Klasse. Nein. 8. 8? Mhm. So spät erst. Mhm. Krass. Wir beide kennen uns seit Caro. 2013. 1. Mai. Ja, durch Caro. Ja. Durch Caro und wir kennen uns durch meinen Ex-Freund und ihren Ex-Freund. Oh. Weil die Best Friends waren, aber jetzt sind die auch Ex-Freunde. Ja. Jetzt haben wir uns alle voneinander getrennt. Nur wir nicht. Ja. Ja, und ich kenne Sophie und Alina durch Caro. Ja. Sex mit dem Ex. No way. Ich weiß nicht, ich verstehe sowas nicht. Kommt ja auf den außer, Ex. Ich finde, das kommt auf ja. den Ex drauf an. Ja. Kommt auch auf die Situation. Mit meinem Ex? Nein. Warum man sich getrennt hat, wie lange man getrennt ist. Und wenn man den anderen noch geil findet und Interesse an dem hat, dann... Ja. Ja. Also, ich würde mal sagen, wenn man sich getrennt hat und danach weiter miteinander schläft, dass es die ganze Situation nur sehr kompliziert macht. Ich sag nicht, dass es eine gute Idee ist, nur ob es jetzt, ich weiß jetzt nicht nur, dass, nur weil was eine schlechte Idee ist, dass es heißt, dass ich das mache. Also, es wird schon Grund haben, warum man sich getrennt hat und sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt weiter miteinander schlafen. Ja, das macht ja dann also noch komplizierter. Ich glaube, das entsteht halt, weil man sich so vertraut ist und so aneinander gewöhnt ist. Oh ja, keine Ahnung, ja, also genau, ich kann nur... Ja, was? Dadurch, dass ist die Hemmschwelle einfach. Es kommt nicht da. Aber wie, also kommt voll auf die Trennung drauf an. Ich kann halt von aus Erfahrung sagen, also so von mir, ich könnte das, also ich auch könnte nicht. Das nicht. Nicht mit der Kneifzange. Ja, kommt aber, es kommt immer drauf an, was mehrmals. Ja. Weiter. Kommt ja auch immer drauf an, was passiert ist. Ja, wenn genau. du dich trennst und du hast richtig Hass auf ihn, ist klar, dass man jetzt sagt, boah, ich will dich nie wieder anfassen, weil... Ja. Okay, weiter. Wie kann man ihn loswerden? Say it. Sag, dass man ihn loswerden kann. Ja, Communication ist key. Achso, ja, ich habe das Problem, dass ich immer Angst habe, jemanden zu verletzen und ich das dann halt voll rausschiebe, bis es mir halt richtig scheiße geht, bis ich dann halt wirklich ich sage, bin immer so, ich halte nicht mehr ich will jemanden nicht verletzen, aber ich sage es dann doch relativ schnell, weil allen merkt man das direkt an, ich kann das nicht kontrollieren. Und ich bin so, irgendwo, also wenn ich das nicht jetzt sage, wird es immer schlimmer, ja. dann steigert sich die andere Person immer mehr rein und dann werden es als erstes noch schlimmer. Was bei mir schlimm ist, ich kann mich sau schlecht formulieren. Also ich kann sau schlecht ich kann mich sehr schlecht ausdrücken und dann sage ich manchmal Sachen, die ich gar nicht so meine, aber sag sie dann trotzdem so, weißt du? Mhm. Ha, und das ist beschissen, weil dann verletze ich die Person halt, obwohl ich es gar nicht so richtig meinte, aber ich kann es nicht besser ausdrücken und dann ist es eine Shitshow. Ich sage immer richtig viel im Affekt. Heißt Affekt? Ja. Mhm. Ich hau da manchmal so Sachen ab, wo ich mir so danach denke, so, warum hast du es gesagt? Warum hast du so überreagiert? Was ist mit dir? Nee. Apropos überreagieren, let's talk about the pillow. Darf ich die Gummibärchen? Jo. Also ich bin ja ein absoluter Pro-Pille, ne? Ich weiß, ich bin die Einzige. Und auch. Bin absolut Pro-Pille. Meine Frau, das ist auch absolut Pro-Pille. Aber du bist gar nicht so absolut Pro-Pille. Doch. Nein. Wie oft hast du überlegt, die Pille abzusetzen? Noch nie. Bei mir ist das Problem, dass ich der Pille nicht vertraue. Aber ich ehrlich gesagt kein Verhütungsmittel ist so. Nein, aber ich denke mir so, wie kann so ein kleines Ding das verhindern, dass du schwanger wirst? Und damit hatte ich eine lange Zeit richtig Probleme. Ich habe immer Angst, dass irgendwas passiert oder so, weil ich es einfach nicht vertraut habe. Und bei einer Spirale und so, irgendwie macht es für mich mehr Sinn, sage ich mal. Weil es da unten ist. Ja, genau, weil es so eingesetzt ist und so. Ja. Aber Pille. Es ging eine richtig lange Zeit nicht in meinen Kopf rein, wie das möglich ist, dass es das verhindert. Also ich finde, man kann nicht so sagen, man ist komplett pro oder anti. Es ist ja die Frage, was gemeint ist für einen selber.
kann man ja sagen, so ich bin komplett pro oder ich bin komplett dagegen. Ja. Aber ich finde allgemein kann man das nicht sagen. Weil es gibt Leute, die so scheiße auf die Pille reagieren. Ja, und es gibt Leute, die kommen so gut mit der Pille zurecht, die haben nie irgendwas. Bei denen wird deswegen perfekt verhütet, die kommen super damit klar. Und ich finde, gerade wenn man jung ist, ist es das Beste, was man machen kann. Also man kann jetzt nicht immer nur, weil man 16 ist und anfangen will, sich die Spirale einsetzen lassen oder nur mit Konsum. Also ich finde, dass die Pille einfach zu krass unterschätzt wird und dass die Frauenärzte einfach viel zu wenig Informationen darüber preisgeben. Das stimmt. Und ich finde halt auch, gerade weil dieses Mini-Ding verhindert, dass du schwanger wirst, es kann auf Dauer nicht gesund sein, für egal wen, ob du jetzt 16 bist oder auch ob du 38 bist, das ist kein Langzeitverhütungsmittel, also dass du das über mehrere Jahre oder so nimmst, weil irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht mehr gesund für einen ist. Ja, also ich finde so zwischen 16 und 20 ist es völlig okay. Ja, aber alle Einmischungen in Hormone und sonst was. Aber das ist schon unnormal. Also das ist schon unnormal. Pille und Spirale ist nochmal ein Unterschied. Das Thromboserisiko steigt unglaublich. Ja. Dafür ist aber auch statistisch bewiesen, dass die Pille auch sehr, also an sehr vielen Stellen positiv einwirkt. Ja, das kommt zum Beispiel Darmkrebsrisiko wird gesenkt. Dafür, okay, klar, dafür ist zum Beispiel Brustkrebsrisiko halt höher. Aber mein Arzt zum Beispiel auch, weil neulich hat ja irgendwie die Pille 100 Jahre Geburtstag gefeiert oder so. Happy Birthday, Alter. Und dann hat er gesagt, dass da richtig viele Statistiken ausgewertet worden sind und dass Frauen, auch die über längere Zeit die Pille genommen haben, viel bessere Gewichtskurven und sowas haben. Ja, aber das Ding ist, dir geht's ja super, während du die Pille nimmst. Naja, nicht allen. Ja, aber so von den positiven Sachen. Aber sobald du die Pille absetzt, deine Brüste werden kleiner. Du kriegst schlechte Haut. Aber deine Brüste werden nicht kleiner, weil du die Pille abgesetzt hast, sondern du hattest überhaupt nur größere Brüste. Ja, genau. Zum Beispiel auch Leute, die früher schlimme Haut hatten, dann haben sie wieder bessere Haut bekommen durch die Pille. Wenn die absetzen müssen, muss der Körper sich erstmal wieder dran gewöhnen. Wenn ich die absetze, dann... Ich kenne halbes Jahr nicht aus dem Haut, glaube ich. Wegen Haut? Ich hatte so schlimme Haut, bevor ich die Pille genommen habe. Ja, aber okay, bei mir war es niemals wieder so schlimm wie davor, weil das war auch Pubertät und so. Ja. Das hat auch was mit dem Alter zu tun. Ja, ich sah richtig schlimm aus. Oh ja. Also ich sah im Gegensatz, also das ist schon ein bisschen ein Meckern auf hohem Niveau eigentlich, weil es gab Leute, die es halt viel schlimmer erwischt hatte als mich, aber ich finde, ich hatte schon beschissene Haut. Aber allein auf Kondom würde ich nicht vertrauen und ich finde es auch scheiße. Also wenn man ein junges Mädchen ist und man will haben und Spirale und Konsum ist keine Option, dann kann man ruhig die Pille nehmen, dann sucht man sich bitte einen Arzt, der auch gut berät und der sich auch Zeit nimmt und der die Sachen dann auch erklärt und dann ist es völlig in Ordnung, die Pille zu nehmen. Weil ja, vor allem, man ist auch so unverantwortlich in dem Alter. Kupferball. Kondom, das geht gar nicht. Den Kupferball gibt es ja jetzt mittlerweile auch und der ist also noch sicherer als die Spirale und fast so sicher wie die Pille. Wie ist das? Das wird ja auch so eingesetzt. Kupferball. Ja. Mhm. Ich finde, wenn man nicht volljährig ist, dann sollte man immer lieber ein Verhütungsmittel zu viel benutzen. Und dann hat mir nämlich mein Arzt erzählt, kam einfach eine Patientin und es ist einfach rausgefallen, während wir Pipi machen. Die hatte das auf einmal einfach in ihrer Unterhose. Ja, ich kenne jemanden, die hat vergessen. Kupferkette auch schlimm. Die ist dadurch schwanger geworden, weil die verrutscht ist während den Tagen. Ja, ich kenne jemanden, die hat halt eine Spirale und die hat. Man muss die ja irgendwann mal austauschen oder sowas, ne? Und die hat es halt vergessen, weil die hätte gar nicht mehr drüber nachgedacht irgendwie. Und im Endeffekt ist sie daran fast gestorben, weil die halt irgendwann mal irgendwo die Gedärme halt genommen haben. Ja, da ist man auch ein bisschen selbst dran schuld. Weil, ich meine, es gibt 16-Jährige, die kriegen das in die Pille jeden Tag ordentlich zu nehmen. Und dann kann man ja als erwachsener Mensch hinkriegen, nach 5 Jahren dran zu denken, dass... ich hab die jetzt schon ein paar Jahre. Vielleicht sollte man mal zu Frauen erzählen. Ey, es gibt so viele Mädels, die die Pille so unverantwortlich nehmen. Ja. Und die sind immer nur so. Auch so, oh, ich hab die gestern vergessen. Aber egal. Beste Freundin ist mit dem Ex zusammen vorgegangen. Sia. Das war deine beste Freundin. Ja. Kommt aber auch vor, wie alt die sind. Das hat was mit der Frage zu tun. Wenn du 20 bist und es ist dir passiert, dann kannst du diese Freundin sowas von in die Tonne kloppen. Wenn ihr 14 seid, dann könnt ihr euch sowieso alle gegenseitig in die Tonne kloppen. Also okay, ja, aber so wenn ihr noch 10 seid oder so und sowas seid, okay. Das ist das Schlimmste, dann, was man jemandem antun kann, mit dem Ex-Freund zusammenzukommen. Ja. Ich sag nur sozusagen,
die Böswilligkeit dahinter ist bei einer 14-Jährigen anders, als wenn die jetzt schon so 16, 18, 20 sind. Da bin ich anderer Meinung. Ich meine, es gibt durchaus schlimme 14-Jährige, die trotzdem böswillig machen. Genauso böse sind wie jemand, der 18 ist. Die gibt es auch. Ich sag nur, mit 14 machst du generell mehr Scheiße und bist vielleicht unfreundlicher und rücksichtsloser. Du bist kein erwachsener Mensch, der alle Leute mit einbezieht und sonst was. Ich meine sozusagen, eine 20-Jährige, die das macht, die ist definitiv sehr viel, also da kannst du davon ausgehen, dass die das nicht aus Versehen gemacht hat. Das ist nicht so, oh, das ist aber blöd gelaufen oder so. Ja, aber das ist auch so, finde ich auch bei 14 genau so. Ja, sehe ich auch so. Egal wie alt du bist, das ist scheiße. Ja, lass es einfach. Ja. Ich könnte das nicht. Krass, wenn jetzt jemand, wenn einer meiner besten Freunde jetzt mit meinem Ex was haben würde. Naja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so mit dem nur so 2 Monate zusammen gewesen wäre und gemerkt habe, okay, wir haben einfach nicht zusammengepasst und dann eine Freundin von mir was mit dem anfangen würde, wäre es für mich nicht so ein großes Problem, als wenn ich jetzt 4 Jahre ja, mit jemandem zusammen war. Ja, aber ich muss sagen, so. Und ob sie es vorher dir gesagt hat und so. Ja, und ja, aber ich muss ja, sagen, genau. Für mich sind zum Beispiel auch Ex-Freunde meiner Freundinnen werden einfach automatisch unattraktiv durch die Tatsache, dass die halt... Ja, ich bin auch immer so, wenn Leute sich trennen, also, gerne so, ich kann nicht mehr mit dir reden. Ganz kurz, ich finde generell selten Leute attraktiv, mit denen irgendeiner meiner Freundinnen zusammen ist. Ja. Kein. Also nee. Ich jetzt auch, weiß nicht. Das ist einfach so ein Automatismus, glaube ich. Ja. Also ich würde nie sagen, so, dass die hässlich sind, aber ich kenne keinen Freund von meinen Freunden, wo ich sagen würde, boah, mit dem hätte ich auch was angefangen oder ja. So. Nee, kein einziger. Intimbereich Pflege. Finde ich sehr wichtig. Sophie kann es gar nicht erzählen. Direkt raus. Hast du schon mal Intimdeo, hast du schon mal was von Intimdeo gehört? Nein. Nicht? Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es positiv für den pH-Wert ist. Ja, es ist nicht gut für den pH-Wert der Haut. Und was macht man da drin? Also, würdest du das nach dem Duschen? Das ist so wie, nein. Wenn du eben nicht duschen kannst zum Beispiel. Das ist so wie Fußdeo. Alles, was schwitzt und was irgendwann nicht mehr gut riecht. Was hast du denn gedacht? Das ist nicht so Pflege. Das ist jetzt nicht so wie Deo für deine Achseln. Ja, das ist nicht so wie Rolldeo für Pflege. Die Achseln. Rolldeo teilweise schon. So Rolldeo. Ich mir jetzt Aloe Vera mal ein bisschen rum. Ja, aber ohne Spaß, wenn ich kein Rolldeo nach dem Rasieren benutze, meine Haut so trocken. Also. Okay. Wir waren noch nicht trocken da unten. Nein, auch nicht. Also meine Achsel. Oh. Wir reden nur von Achseln, Leute. Dann ist eigentlich auch gut. Druck wegen Studium, wie finde ich das Richtige? Ich kann da irgendwie... Da darfst du mal aufpacken. Probieren geht über Schule. Also für mich war es irgendwas ausprobieren. Ich hatte nicht rausgefunden, was ich machen will, indem ich, und das kann man machen, wenn man das möchte, aber indem ich ein Jahr ins Ausland gehe oder irgendwo als Aushilfe arbeite, außer das ist was in dem Bereich, der dich eventuell interessiert und du machst dann Praktikum oder arbeitest da irgendwo oder so, bin ich nicht der Meinung, dass einem das hilft, rauszufinden, was man machen will. Das kann man machen, weil nach dem Abi kann man gerne mal ein Jahr Pause machen und das machen, was man will. Das ist also allgemein so ein bisschen... Ja, im Leben... Ist halt auch komplett Typsache, was so, ob du so ein Freigeister bist, weißt du, der so aber ich die Natur meinst, sehen will und so weiter. Genau, weil ich finde, da lernt man dann trotzdem nicht, was man danach mit seinem Leben machen will. Ich wusste ab der Oberstufe, was studieren will. Das hat sich geändert. Du bist aber einer der wenigen Menschen. Ja. Also die meisten Leute, egal wie toll die ihr Studium dann direkt fanden und direkt das Richtige gefunden haben, ich kenne fast niemanden, der schon vor dem Abi genau wusste, was er machen will. Das sondern alle waren sich bewerblich für 1-2 Sachen, an den und den Unis und dann gucke ich mal, ob ich angehe. Fast alle meine Freunde, also schon viele meiner echt? Freunde wussten, was sie machen wollen. Ja. Ich weiß gar nicht. Nee, bei uns überhaupt nicht. Ich wusste, was ich machen will. Ich habe es mir nämlich nur nicht getraut und ich traue es mich eigentlich immer noch nicht so richtig. Also ich meine, ich werde es jetzt probieren. Medizin. Ich werde es jetzt probieren, cool. Aber ich habe trotzdem Schiss davor. Ich kann jetzt also... Na, aber... Aber ich glaube, das ist normal. Das bei uns allen so, ich meine, Lehramt geht lang, Jura geht lang, ist alles viel rein. Zeit von deinem Leben, die du investierst in irgendwas. Und es kann sich am Ende lohnen und es kann sich am Ende halt nicht lohnen. Das weiß und wenn man im ersten Semester merkt, es ist scheiße, dann lass direkt. Ja. Ja, bei uns ist es aber halt voll so, meine Familie hat zum Beispiel voll Druck gemacht und war die ganze Zeit so, wie, du machst jetzt ein Jahr lang Pause quasi. Genau. Also du musst jetzt direkt studieren gehen und ich habe mir das bei jedes Mal, wenn wir am Tisch saßen, kam das die ganze Zeit so, Alina, was studierst du denn jetzt? Und ich bin so, könnt ihr mir mal bitte meinen Freiraum lassen? Aber bei uns ist es so, weil das in Russland, je länger du Pause machst, desto weniger wahrscheinlich wirst du genommen. Also wenn die sehen, dass du irgendwo Pause hast,
dann ist es für die ein Zeichen, dass du, also, dass du das nicht kannst. Also, und bei uns ist, machen voll viele nach der 10. oder nach der 9. Klasse, bei uns gibt es so ein System, dass du nach der 9. Klasse quasi auf so, eine, auf so ein College gehen kannst und dann von dort aus nach einem Jahr oder so auf eine Uni direkt kommst. Das ach, machen halt schon. Ja, ich verstehe das. Also, nicht so also mein, ja. meine Eltern waren gar, also meine Mutter ging es einfach nur darum, dass ich nicht zu Hause sitze und sie mich durchfüttert. Also sie ja. war so, wenn du, ja. wenn du nicht studieren willst, dann suchst du dir einen Teilzeitjob und gehst arbeiten, aber du wirst nicht 5 Tage die Woche bei uns zu Hause rumsitzen und ja. nichts tun. Ja. Und mir hat er Druck gemacht, dass alle meine Freunde dann schon angefangen ja. haben. So, entweder die haben eine Ausbildung gemacht oder die haben angefangen zu studieren, nur 2, 3, die halt also nicht studiert oder irgendwas gemacht haben. Und das hat mich selbst unter Druck gesetzt, weil ich war so, alle machen was und ja, genau. Und ich, aber was du gesagt halt hast, wegen, was die Eltern sagen, ich bin ja auch nicht der Meinung, dass wenn man 1, 2 Jahre nicht studiert oder was falsch macht, ich habe ja selber jetzt sozusagen 2 Jahre nicht das studiert, was ich studieren wollte. Aber ich verstehe es schon auch so ein bisschen aus der Sicht der Eltern. Es ist nervig, wenn man Druck macht und es bringt nichts, Druck zu machen. Aber die machen sich halt Sorgen, wenn du es jetzt nicht machst, warum solltest du es in 2 Jahren nochmal machen? Also oder meine Eltern haben vor... Nach Australien hatten wir dann nochmal so... Aber deine Eltern haben, sagen es ja schon immer. Ja, ja, ja. Aber nach Australien hatten wir dann so eine richtig große Diskussion darüber. Mhm. Und ich habe zu denen gesagt, ich sehe mich dieses Jahr nicht studieren. Mhm. Also nicht so richtig. Kann sich ja natürlich alles immer nochmal ändern und so. Aber ich will das machen, was ich jetzt gerade mache. Ich habe zu denen gesagt, wenn ihr nicht aufhört, mich so unter Druck zu setzen, ich werde ausziehen. Und auch wenn es nur wenn's in der WG ist oder so, ich werde ausziehen. Das ist ja auch richtig. Das war eine Full-On, das war eine Drohung. Und dann hatten wir wirklich so einen Streit, dass jeder getrennte Wege gegangen an diesem Tag. Ich mein, und dann hat es auch Klick gemacht und jetzt lassen die mich auch in Ruhe. Aber ja, das ist ja auch gut, dass sie nicht Druck machen. Weil es war ja jedes Mal so, an jedem Sonntagsbrunch oder Mittagessen was. Und hast du dir jetzt Gedanken gemacht, was du studierst? Hast du dir mal die Uni angeschaut und du bist nur so, Alter, wenn sich das ändert, das in dieser einen Woche, wo du mich letzte Woche schon gefragt hast, ob sich irgendwas geändert hat, dann werde ich dir das sagen, ne? Aber in dieser einen Woche hat sich nichts geändert. Siehst du auch, wie ich weiß, laut ich da das werde? Das ist ja auch Bullshit, Druck zu machen. Das erzeugt nämlich nur das Gegenteil. Läuft es? Ja. Ja. Okay, Single sein oder taken sein, was ist besser? Kann man gar nicht verallgemeinern. Ich finde, es ist Typsache. Aber at the end of the day bin ich lieber taken. Ich weiß nicht, es gibt Tage, da denke ich mir so, geil, dass ich Single bin. Ja. Da gibt es Tage, da denke ich mir so... Ich habe halt voll die Vertrauensprobleme, deswegen kann ich nicht so, feiere ich dieses Single-Sein nicht so. Ja, das ist so blöd, das klingt das Einzige, also das, was ich richtig scheiße daran finde, wenn man Single ist, ist, dass einem halt so die männliche Nähe fehlt. Ja, genau. Das ist halt das Einzige, weil sobald du die Nähe halt überall suchst, bist du eine Schlampe. Nein, und deswegen... Ja, aber ich finde einfach Single sein ist besser, wenn auch keiner da ist, mit dem man zusammen, also mit dem man wirklich eine Beziehung haben will. Und wenn man mit dem man wirklich eine Beziehung haben will, dann ist Beziehung besser. Ja, ist das, ja. Und dann ist natürlich auch Typsache, es gibt Menschen, die brauchen unnormal viel Freiraum und sie wollen lieber mit niemandem zusammen sein. Es gibt Menschen, die wollen überhaupt keinen Freiraum. Ja, es gibt Menschen, die können einfach mit keinem zusammen sein, weil sie monogam. Nein, monogam ist, wenn du eine Beziehung hast und mit keinem anderen was. Wie heißt das andere? Was meinst du denn? Wenn die nicht so nur einen Partner haben können. Ach so, offene Beziehung? Nee, wie heißt das? Polygamie. Polygam. Nein, wenn die nicht monogam leben können, so, weil die nicht nur... Weil die Nymphomanen sind, aber nee, das nein, ist weil die mehrere Partner haben wollen. Ja, genau. Polygamie. Immer. Ja, aber dann heißt es doch, sie können nicht monogam leben. Ja, 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 kannst du sagen. Nein, aber doch. Du hast gerade dann. Monogam. Du hast ohne das Nein gesagt. Ach so, das war ich ja. Auf jeden Fall. So. Nice. Sophie ist schon unnormal abgefallen von heute. Ja, wie soll man denn jetzt so lange darüber das sind nur Schuhe. Na, wenn ich an meine letzte Beziehung denke, könnte ich kotzen und will nie wieder. Da gibt's auch sowas. Nee, kommt halt immer drauf an, wie es geendet ist. Ja, ist wirklich. Was so vorgefallen ist, ja, und so weiter. Und das lebt. Überträgt sich dann auch auf dein, ja, Single-Leben. Hm. Also ich glaube, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, also ich lasse in letzter Zeit, also ich bin gerade auch gar nicht so, dass ich jetzt jemanden kennenlernen, also so, dass ich dazu kommen würde. Aber angenommen, ich würde jetzt jemanden kennenlernen, ich würde mich so krass verlieben, da würde ich jetzt auch
Nee, natürlich nicht sagen so, nee, jetzt nur, ja, weil ich halt Single leben will. Das Ding ist so, ja, ich brauche so lange, bis ich mich verliebe. Ja. Und ich habe im Moment so einfach was ganz anderes im Kopf, außer irgendeine Beziehung oder sowas. Oh, richtig lang. Das kommt dann, wenn es kommt. Also ich verliebe mich, also dieses Verliebtheitsgefühl kommt bei mir schnell, aber so dieses Lieben. Also ich mag schnell Menschen, aber genauso schnell mag ich sie nicht ja, mehr. Ja, das ist halt mein Problem. Und aber Liebe, ich brauche richtig lang, bis jemand an mich ranlasse. So. Oh, bis ich so richtig sage, okay, wir können uns treffen oder ich will mich nochmal treffen oder so. Okay, nein. Boah, das ist bei mir doch so richtig lang. Ich will gerade so gerne so ein Ding essen. Was für ein Ding? So eine Stange. Oh, mach doch jetzt einfach. Wenn jemand sagt, ist es, komm, ist es. Wenn ich mich schnell verliebt habe, dann nur, wenn man sich schon lange kannte. Mhm. Und nicht. Obwohl, ich kann okay, gar nicht nee, ich glaube, ich wollte sagen, weil du meinst, ich verliebe mich nicht einfach so. Woher genau bist du denn das? Ja, weil. Aber du kannst ja denken, dass du so bist. Ja, du kannst es so denken, aber. Woher wissen wir das? Ich glaube, ich habe es aber auch vorhin falsch gesagt. Nicht mal, dass du wieder ein bisschen rumlutschen. Ich glaube nicht mal, dass ich mich, auch was davon haben. Ich glaube nicht mal, dass ich mich schnell verliebe, sondern dass ich schnell mich zu jemandem hingezogen verknallt bist. Ja, genau. Also so eine Attraction, aber dann ist sie halt aber die ist halt wieder so schnell verflogen, genauso wie sie gekommen ist. Ja, so oberflächliches. Ja. Halt so, okay, oh, der ist so toll! Dieses Geräusch von gestern. Was hab ich nochmal gemacht? Ich hab viele Geräusche. Ja, sehr viele Geräusche. Und du sagst, ich mach jetzt immer, wenn ich jemanden mag oder wenn ich glücklich bin. Immer wenn ich mich wohlfühle. Aha. Also quasi eine schnurrende Katze so. Katze und Zuckerhaut, wenn ich irgendwann mal einen Typ kennenlerne, sitzt du mit dem und ich. Der denkt so, renn, ich renne. Your perfect boyfriend. Oh, der ist mal. Was ist das für ein Blick? Oh, ich mein Perfekt immer am Fax machen. Oh, ja. ich hätte so ein paar Verbesserungsvorschläge. Ey Leute, wir haben vergessen, was? Ein Thumbnail zu machen. Wenn ich mir jetzt nochmal einen basteln müsste, ja? Okay, jeder bastelt sich okay, ein. Aber jetzt mal, und nicht optisch, ne? Wir machen nur charakterlich. Erst. Nein, auch optisch. Oh Junge, dann dauert es ja 5 Stunden. Nein, schnell. Also optisch groß. Mindestens 1,85, nicht kleiner. Breit gebaut, aber nicht so extrem trainiert. Mhm. Aber nicht so dünn. Also breit, aber nicht was so. Was ist das so riesig? Ich sag ganz normale Dinge. Du bist nicht schon am Wegschmeißen. Ja, wisst ihr warum? Weil ich mir so denke, die Junge, jetzt kommen so richtige Ansprüche. So. Wo sich jeder so denkt, oh groß, breit. Keine kleine Nase, aber auch keine große Nase. Schöne Zähne, aber zu schön ist dann auch blöd und dann. Nein, nein, das war's. Also habe ich optisch noch angesprochen. Schönes Lachen. Das sind meine optischen Ansprüche. Ja. Schöne Zähne. Okay, weiter. Okay. Nur das. Und dann charakterlich oder verhaltensmäßig. Ich hätte überhaupt kein Problem mit jemandem, der keinen Alkohol trinkt. Ich finde es voll wichtig, dass man es raucht. Ich finde es so schrecklich. Ja, ich will nicht noch jemanden, der Zigaretten raucht. Sowas noch. Gutes Benehmen. Tischmanieren. Jetzt du. Ach, das war's schon. Okay. Ach so. Mhm. Geht's noch weiter? Nee. Naja, also schon guter Charakter und so, und dass man sich gut versteht, den gleichen Humor hat, aber jemand, der sich lieber hält. Den Bucky, Alter. Oh, ja. Was? Die Augen haben alles gesagt. Was? Jemand, der sich lieber beim Sex gibt. Ja, aber es ist so. Ja, es ist auch so. Es ist so wichtig. Es gibt viele Egoisten. Ich möchte jemanden, der mein Hobby teilt. Das ist Hobby. Bettsport. Jetzt mal ganz kurz, das machst du mal nicht in dein Video rein. Ist die Körpergröße wichtig? Schon, aber nicht zu groß. Also ich weiß nicht. Zu groß gibt's nicht. Oh doch. Oh doch. Oh doch. Ja, auf jeden Fall auch so, keine Ahnung. Jetzt mach doch mal Hinterhand. Ich weiß es nicht. Ich hatte alles. Ja, ich hab gar kein Das Ziel. Ist es ja. Das ist es. Okay, next. Also optisch kann man bei mir, also das geht gar nicht. Ja, und charakterlich. Charakterlich, ich find's auch alles. Voll, ich find's voll wichtig, dass er sich mit meinen Eltern versteht, dass er nicht so ein Weirdo ist. Dass er meine Schwester mag und sich mit der versteht, weil das ist mir auch irgendwie echt wichtig, weil das ist. Ja. Also vom Aussehen muss ich sagen, habe ich eigentlich gar keinen. Also ich habe keinen Typ. Mir ist auch die Größe nicht so wichtig. Also er soll schon mindestens so groß sein wie ich, aber ich bin jetzt nicht so. Der muss 1,85 sein oder so. Haarfarbe absolut egal, weil ich stand schon gefühlt auf alles, auf alle Haarfarben. Nicht sein.
nicht selber. Charakterlich, also ich brauche jemanden, der ehrlich ist, der weiß, was er will, also auch auf Zukunft bezogen. Also ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, okay, der... Okay, Sophie sagt Dinge, die wir, glaube ich, alle auch wollten, aber nicht gesagt haben. Der, also, der muss jetzt nicht sein ganzes Leben durchgeplant haben, ja, aber schon so... Richtig. Ja, jedenfalls was machen, hätte sich nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen. Er sollte nicht dick sein. Aber was? Nicht dick sein. Ich hab nur dick verstanden. Also ich hätte gerne jemanden, der schon auf seinen Körper achtet, der muss jetzt nicht komplett durchtrainiert sein. Genau, ich habe auch kein Problem mit Bäuchlein, aber so, dass man sich Mühe gibt. Ja, genau. Mir ist gerade auch noch was eingefallen, dass man sich gut unterhalten kann. Weil man kann sich ja auch charakterlich gut verstehen, dass man so coole Deep Talks haben kann. Und sich so stundenlang unterhalten kann über Sachen. Ja, also vom Aussehen, ich stehe halt mehr so auf den dunkleren Typ, also ich stehe nicht auf Blondies. Ja, ich stehe nicht auf Blondies. Ich stehe. Oh, das kann ich auch gönnen. Es wäre schön, wenn er einen Bart hat. Finde ich ganz nice, so 3-Tage-Bart. Mag ich auch. Wenn er so ein Zaddy ist, also so stylisch. Mhm. Ne? Zaddy, genau. Also ich bin ja klein, deswegen ist okay. Ich finde so 1,80 muss schon drin sein, weil wenn ich hohe Schuhe anhab, sieht es sonst weird aus. Aber ich stehe jetzt auch nicht auf 1,90 so. Das ist. Oh doch, da fängt der Spaß an. Nee. Dann sollte ein Typ gerne ins Gym gehen. Er muss nicht hypertrainiert sein. Er sollte einfach gesunden Sport tun, was für sich machen, weil so eine faule Nuss zu Hause sitzen, den die ganze Zeit. Einfach jemand, der trainiert den Körper, ja, und essen die ganze Zeit Süßigkeiten. Nicht Pommes, Nudeln. Nein, aber wir gehen auch sonst dann raus und wir interessieren uns dafür, dass wir gut aussehen, geben uns Mühe für unser eigenes Leben. Das ist genauso wie, dass man Freunde hat und dass man ein eigenes Leben hat. Einfach so jemand, der was will, der zielstrebig ist und der sich um sich kümmert. Ich brauche jemanden, charakterlich, der mit mir auf einer Ebene ist, der mich versteht. So, weil ich bin auch nicht so easy to handle. Jemand, der mit meinem Job umgehen kann, ist auch nicht easy. Ja, das ist, glaube ich, nicht easy. Oder was heißt nicht nur damit ich meine, viele meiner Freunde. Ich meine, viele meiner, ja, das sowieso. Viele meiner Freunde kommen ja damit auch nicht klar. Mir ist so schlecht. Mir ist nicht schlecht, ich bin richtig voll gefressen. Zum Abschluss einen motivierenden Spruch. Carpe diem. YOLO. Oh, YOLO! Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Young, wild and free. Oh mein Gott. Live fast, die young. Wir hoffen, dass das Mukbang euch gefallen hat. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare eure Meinung zu den gewissen Themen schreiben. Spamt die Kommentare voll. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye. Bye.